In Pakistan wollen sich trotz der Corona-Pandemie viele Menschen das Frühlingsfest Holi nicht entgehen lassen. Es ist eines der wichtigsten hinduistischen Feste. In Karachi versammeln sich zahlreiche Menschen rund um einen Scheiterhaufen. Er soll die Verbrennung des Teufels symbolisieren. Wir sind nirgendwo hingefahren und haben wegen Covid-19 bislang kein Fest gefeiert. Aber heute bin ich sehr glücklich, weil wir Holi offiziell feiern. Es ist ein Fest der Farben und ich möchte meinen Freunden ein frohes Holi wünschen. Nicht alle fühlen sich wohl beim Feiern angesichts der Corona-Pandemie. Wie Sie wissen, schlägt die dritte Welle von Covid-19 zu und die Fallzahlen steigen ständig. Deshalb versucht jeder, die Maßnahmen zu befolgen, aber es ist nicht einfach, in der Menge den Abstand einzuhalten. Viele fühlen sich unsicher und befürchten, in der Menge irgendwie den Virus einzufangen. Deswegen glaube ich, dass man das Fest mit den Einschränkungen nicht richtig genießen kann. Im benachbarten Indien sind wegen der Pandemie Partys in vielen Bundesstaaten zwar verboten, Zusammenkünfte gibt es aber trotzdem, wie hier in Neu-Delhi. Die Behörden warnen vor Superspreader-Veranstaltungen. Zwar ist einer der größten Impfstoffhersteller der Welt in Indien ansässig, doch das Impftempo dort ist langsam. Indien zählt bereits 12 Millionen Corona-Fälle.